Hallöchen, Popöchen. Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mekko und wir spielen heute das wunderschöne Spiel Coral Island. Für den, die es noch nicht kennen, wir sind in der 15. Folge und es ist ein Harvest Moon-like Spiel. Da hat Müll angebissen. Ganz toll. Ein Flugblatt, hä? Ja, da stimmt etwas nicht. Save Coral Island. Oil for all. Moment mal. Warum habe ich hier so ein komisches Flugblatt? Kann ich das verkaufen? Weg damit. Scheiß. So, dann gehen wir schlafen. Geh zu Bett. 2300 Piepen gemacht. Und bedenket, ne? Die Peperoni sind ja noch nicht fertig. Da kommen ja noch mehr. Da sind schon die ersten Tomätchen dran. Da sind die ersten Beeren. Die Sonnenblumen sind fertig. Sehr schön, dafür brauchen wir auch eine. Leider keine Readings bekommen. So, warte mal, war das die Sonnenblume, wo ich eine graue brauchte? Ja, ne? Eine Bronze, ne? Hallo. Wenn mein Handy mal reagieren würde, warum ist denn jetzt... Jetzt einfach wieder Paperlauf. Ja, das war die Sonnenblume. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die brauchen oder die. Deswegen packen wir von jeweils einer eine weg. Scheiße. Ich kann auch Steintruhen bauen, ne? 40 Objekte. Piam, piam. Piam, 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 piam. Piam, 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 piam. So. Läuft auf jeden Fall richtig gut gerade. Den müssen wir noch spenden. So, hier ist erst ein Sonnenblumen. Okay, dann lass uns mal das Feld bewässern. Fangen wir unten an heute. Oh, guck mal, eine Reihe brauche ich gar nicht machen. Die ist schon fertig. Sehr schön. Bei der Reihe, da können wir ein bisschen fuddeln. Da machen wir nämlich einfach den hier. Dann machen wir so. Und so. Und so. Da, wenn die ersten Tomaten fertig sind, dann können wir endlich wieder ins Wasser. Ich freue mich. Da freue ich mich echt tierisch drauf. Das mit dem Strandfest fand ich jetzt irgendwie doof. Das hat ja gar nicht geklappt. Und hier finde ich schwer zu sehen, dadurch, dass die so buschig sind, sehe ich gar nicht, welche davon gewässert sind und welche nicht. Das sieht auf jeden Fall schwer aus. Hier da zum Beispiel erkenne ich, ist einer gewässert und das war es dann aber auch schon. Fertig. Dann wollen wir noch mal. Lass uns mal hier angeln. Ich denke übrigens, Weizen werde ich brauchen
für die Tiere, deswegen pflanze ich Weizen an. Es gibt ja auch so eine Art Weizensilo, das wird ja nicht ohne Grund da sein, ne? Da ist meine Intuition dahinter. Da können sie einfach den hier machen die ganze Zeit und gewinnen es trotzdem. Das ist so heftig. Languste, Languste, Languste. Kriege ich hier was anderes? Warte, bis ein Fisch anscheißt. Anbeißt. Da ist er. Na, du willst es doch auch. Du willst es doch auch. Ein Goldfisch. 13 cm ist doch kein Goldfisch mehr. Guten Morgen. Beschäftigt und kann nicht sprechen. Eieieiei. Bitteschön. So. Es fehlen nur noch 5. Ah ja. Ich weiß halt nicht, wo ich noch angeln kann. Ich könnte mal oben am großen See da angeln. Jo, den kann man verkaufen. Lord of the Soldatenkäfer. Können Sie mal weggehen, ich will hier angeln. Boah, der ist aber hartnäckiger, ne? Der kämpft mehr. Guck mal, der zappelt alle paar Sekunden hier oben, die Drecksau. Ein Döbel. Ja, döbel mir doch einen an Storch, du. Döbels braucht man, wenn man ein Loch in der Wand hat, ne? Wo man eine Schraube reinkloppen will, dann muss ein Döbel haben. Wird der da reingepfeffert vorher. Ich stell mir gerade vor, wie so ein Fischkopf da rausguckt mit dem auf dem Mund so, du haust da eine Schraube rein. Alter, aber hartnäckig hier die Fische hier, die Fischis. Ich glaube, ich besorge mir gleich mal einen Angelköder. Oh, das war knapp. Blauer Sonnenbarsch. Warte mal, der hier unten, der hatte doch Angelköder. Vielleicht kaufen wir mal ein, zwei Stück. Das war aber am Strand, ne? Ja, das war am Strand. Cosmo. Hey, Cosmo, Cosmo und Wanda. Na, mit dir will ich jetzt nicht mehr reden. Du hast dich über mein Geschenk lustig gemacht. Blöde Hu. Blöde Kuh. Blöde Kuh. War das hier? Hier war das, ne? Im Beach-Hack. Moin. Der Volleyballplatz war letztes Jahr nicht hier. Ich frage mich, ob Vogelfisch auch das veranlasst hat.
Moin. Ich hätte gern so einen Köder hier. Kann ich mal 10 Stück kaufen? Vielleicht besser mal was Besseres an. Man weiß es nicht, also ich weiß es nicht. Jetzt kommt der weiße Hai. Okay, der rastet vollkommen aus. Okay, der rastet wirklich vollkommen aus. Mein Gott, der ist heftig. Na? Barracuda, Alter. The fuck? Gar nicht übertrieben. Direkt ein Barracuda. Barracuda. Das ist ein sehr entspannter Fisch. Wie man merkt. Das ist der Relax, der will einfach nur ein bisschen toben. Sardine. Ja, lecker Sardinchen. Kriegt man auf den unterschiedlichen Wurfgraden andere Fische vielleicht? Wenn ich bei 2 werfe, kriege ich jetzt was anderes? Nö, Sardine. Dann lass uns doch mal eben schnell noch hier zum Dings kommen. Zum Museum. Vielleicht schaffe ich das noch. Bevor es jetzt schließt. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß gar nicht, wo der Weg ist. Ah ja, hat schon geschlossen. Ich kann es vergessen, oder? Was dann noch? Ja, Museum. Man kann ja auch mal abends ins Museum gehen, ne? Finde ich aber auch. Forelle, Sardine, Barracuda, Dübel. Einer fehlt mir noch. Einer. Oh. Einer. 49 von 50. Das kriegen wir hin. Das schaffen wir noch in dieser Folge. Ich gehe jetzt auf Nachtjagd. Irgendein scheiß Käfer oder so. Ich gehe durch den Wald. Ich werde was finden. Hier nicht hier irgendwo eine Bazille. Ha! Direkt einfach geschafft. Direkt einfach geschafft, Freunde. Ja. Ja. Bitteschön! Dankeschön! Hallo, Mekko. Hi. Hey, Mekko. Was hast du vor? Nicht sicher, weil ich... Was mache ich nochmal? Du hast mich erwischt. Ich wollte einen Museumsraub durchführen. Du und deine Witze. Warum ist er auf dem Bild nackt und da... Ach, du heiliger Bimbam. Sieht aus, als wärst du gerade etwas in die Spendenbox geworfen. Lass mich mal einen Blick darauf werfen. Ja, ein weiterer großartiger Artikel von der lieben Mekko? Hallo? Hey, Moment mal. Ich glaube, das ist der letzte Gegenstand, den wir brauchen. Ihr habt genug gespendet, damit wir die Kickstarter-Kampagne starten können. Oh nein, ich muss so viele Leute anrufen. Ich muss Macy und Millie kontaktieren. Ich muss auch mit Lilly sprechen.
Soll ich auch mit dem Bürgermeister reden? Oh, ich muss das Museum putzen. Wer kann am besten putzen? Ich bestimmt nicht. Und dann muss ich... Scott, beruhig dich. Was? Oh, es tut mir leid. Ich habe nicht gemerkt, dass ich geschrien habe. Lass mich ein paar Mal tief durchatmen. Rein, raus. Rein, raus. Oh. Sieht aus, als wäre Charles' Meditationsstunde doch ziemlich nützlich. Wie Sie wahrscheinlich wissen, habe ich eine Menge zu tun, also werde ich mich gleich daran machen. Ich muss mit allen Beteiligten sprechen und die Räder ins Rollen bringen. Wir haben das meiste Nötige erledigt, aber die Bilder von Macy werden mindestens einen Tag brauchen, denke ich, vielleicht sogar mehr. Wisst ihr was, warum schicke ich euch nicht einfach eine Mail, wenn wir bereit sind, die Kampagne zu starten? Ich bin mir sicher, dass du mit anderen Dingen beschäftigt bist und ich habe schon viel von deiner Zeit in Anspruch genommen. Es gibt so viele Dinge zu tun, Mekko. Nochmal, vielen Dank. Hau rein. Habe ich gern gemacht. Da bekomme ich so eine Probelsbelohnung. 150? Was ja. War frech. So. Ich hoffe, dass ja mal jetzt langsam die Tomaten auch fertig werden. Jetzt können wir mal gucken, was der Sprinkler kann. Da bin ich gespannt. Das ist ein fetter Sprinkler, ne? Freunde. Oh, hä? Das ist kein Vetter, das ist ein kleiner. Ich dachte, das wäre ein Vetter. Hm. Naja, aber besser so als gar nicht, ne? Nur zur Info. Besser so als gar nicht. Weg, weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Weg. Ja. Und? Schlafen gehen. So, ich mach mal ganz kurz meine Brille sauber. Ah, nebenbei. Kleiner Fischköder. Können wir jetzt selber herstellen. Okay. Was brauchen wir dafür? Das ist eine gute Frage. Werden wir aber rausfinden. 800 Piepen gemacht. Fangen. Mit Angeln haben wir viel Geld gemacht. Der Barracuda war bestimmt wertvoll. Ah, ich sehe wieder was. Schön. Nächster Tag. So. Ah, ich brauche nichts tun heute. Schön. Bronze-Seetang. Ah, okay. Na gut, brauche ich aber dafür den Preis. Kann ich auch kaufen. Finde den Feuerriesen. Kunde das Meer. Ja, kommt alles. Was ist das? Aha. Den Weizen behalten wir. Ich verkaufe von jedem jeweils einen, damit ich weiß, was die wert sind. Den Wert ja auch kennenlernen. Doppelte Ernte ist auch immer gut. Weil, weißt du was, wir können direkt den doppelten Weizen da reinkloppen hier. Aber davon hauen wir auf jeden Fall alles rein und von jedem nehme ich mir. Nee. Andersrum. Von jedem hau ich einen rein, so. Na, die hätten wir gebraucht hier. Okraschote. Aber er will Tomaten, aber die werden nicht fertig. Scheißdinger. Ehrlich. Habe ich denn jetzt hier noch eine Okraschote drin? Man weiß es nicht. So, okay, Freunde, dann... Warte mal. Lass uns mal ins Dorf der Riesen gehen. Heute ist Sonntag, ich kann eh nicht zum Schmied. Müssen wir morgen machen.
Viele Blumen herum. Die Erde lächelt, das ist sie. Okay. Wie kriege ich denn den Feuerfutze jetzt? Feuerriese, wenn nicht befreit. Kannst auch nichts machen, ne? Human braucht Hilfe mit Werkzeugen. Gong kann helfen. Gehe ins Zentrum des Dorfes. Überprüfe den Tempel. Ja, ja, danke. Boah, ihr habt ja voll die Pflanzen hier. Ja. Was mache ich denn jetzt? Weißt du was? Ich gehe mir jetzt ein bisschen Knete dazu verdienen. Weil ich es kann. Ich gehe mir jetzt ein bisschen Knete dazu verdienen. Direkt das richtige Loch auch noch gefunden. Hä? Sollte die vielleicht behalten, die Sprengdinger? Weil, wenn nämlich wirklich mal der ich da noch zu dem Feuerfutzi darf, dann sollte ich das wahrscheinlich benutzen können. Also tun wir sie gleich mal in die Kiste. Huh? Schippitippiti. Golderz wert ist. Werden wir rausfinden. Ich kann halt einfach nichts machen, solange die Tomaten nicht gewachsen sind. Stein ist halt auch einfach eine unendliche Ressource, ne? Wenn jetzt, sag ich mal, ein Stein ein Gold wert ist, kannst du eigentlich auch voll schnell Gold damit machen. Aber überleg mal, ich habe jetzt nur durch das Farmen der Steine 200 Gold gemacht. Und wenn Gold jetzt ein bisschen was wert ist, dann machen wir auch ein bisschen Knete damit. Manchmal findet man ja auch diese komischen Geoden. Ah, da ist schon das nächste Loch. Lass uns mal gucken gehen, ob hier noch was ist.
Turm scheint auch nichts mehr zu sein. Darf ich mal hier durch, bitte? Rock Domino. Rock, rock. Na? Nehmen wir. Da, die Dinger meinte ich. Da ist ja dann auch immer was drin, was ein bisschen was wert ist, ne? Da haben wir zum Beispiel auch wieder die Dioden. Ja, läuft eigentlich ganz gut. Also ich rede jetzt natürlich wieder nicht viel, weil, was soll ich jetzt groß sagen? Es ist so, einfach rumkloppen, rumrennen, suchen, gibt nicht viel zu erzählen. Mir fällt jetzt auch gerade nichts ein. Es ist so, es könnte viel einfacher sein, ne? Wenn ich die scheiß Tomate endlich hätte. Wenn ich nur die olle Tomate hätte. Wenn ich nur eine Bulette hätte, dann würde ich mir ein Haus draus bauen. Und lass mal eben auf der Etage um. Aua, mein Arm hat gejuckt. Wenn ich nur eine Bulette hätte, dann würde ich mir ein Haus draus bauen. Mach mal Platz, du Pissbacke. Da drüben ist eine grüne Geode. Die holen wir uns auf jeden Fall. Hier ist ein Golderz, den sollten wir auch mitnehmen. Ja, da oben. Da
Da oben. Ja. So. Ab nach Hause. Reicht für heute. Ja. Ich möchte nach Hause. Da hat mir auch keiner erzählt, wo der komische rote Fuzzi ist. So. Und jetzt zeige ich euch mal, was wir machen. Oh, Jade. Ich will jetzt wissen, was die Sachen alle wert sind. Vielleicht mal die Kohle und nur einen. So. Ein Stein ist ein Gold wert, okay. Die lassen wir hier. Die Jade wird nachher weggebracht. So, das auch und das auch. So. Das sieht gut aus. Ja, der wird verkauft ins Museum, also gespendet. Und dann schauen wir mal. 4000 Piepen gemacht. Alleine durch Bergbau, Alter. Das ganze Gold. Ich will ja nichts sagen, ne? 3000 Piepen für das Gold, Freunde. So, was haben wir denn hier? Mekko, gute Neuigkeiten. Wir sind bereit, unsere Kickstarter-Kampagne zu öffnen, aber ohne dich können wir das nicht. Komm ins Museum vorbei, dann starten wir sie gemeinsam. Mekko, Informationen verbreiten sich auf dem Archipel schnell. Du hast ein Auge für schwer zu besorgende Dinge, während ich seltene Funde liefern kann. Der Leuchtturm, Montag, Dienstag, Donnerstag, Sonnenuntergang, um Diskretion gebeten, Lele. Also heute. Sonnenuntergang. Ja, jetzt geht's los. Und wir haben endlich Tomaten. Kannst du es glauben? Alter Schwede, und jetzt können wir schon wieder ernten, ne? Das ist so heftig. Ja, mit den Tomaten. Doppelte Ernte. Doppelte Ernte. Wenn ich nur eine Bulette hätte, doppelte Ernte, dann würde ich mir ein Haus draus bauen. Alter Schwede. Ich habe Rückenschmerzen vom ganzen Zugucken hier. Scheibenkleister, Junge. Ich bin reich. Ich kann gleich einfach meine Werkzeuge abgeben. Diese Gießkanne wird bald upgraded sein. Alter. Oh, okay. Also. Eine hiervon. Braucht ihr auch Tomaten? Warte mal, jetzt muss ich gerade überlegen. Ich muss nochmal die App aufmachen, mein Foto raussuchen. Der braucht eine Möhre, Hibiskus. Also er braucht keine Tomaten. Die kann ich alle verkaufen. Aber der unten wollte eine Tomate und ich weiß nicht, welche Farbe.
Deswegen behalte ich mal die alle. Weg mit alle denen. Ich bin ruhig. So, das habe ich alles, ja? So, das bringen wir jetzt alles weg. Wir machen jetzt alles fertig, Alter. Eben das Wasser auffüllen, damit ich gießen kann. Sonnenuntergang müssen wir noch woanders sein. Alter, so viel zu tun. Was wollt ihr alle von mir? So, dann lass uns mal anfangen. So, guck mal, mein kleiner Wald da, der wächst auch langsam. Meine Bananenpflanze, ich glaube, so Pflanzen, die muss man immer direkt am ersten Tag reinballern, sonst bringen die nichts. Ich glaube, die sind alle fertig gewesen. Das sieht man immer so schwer. Sonnenuntergang. Sonnenuntergang heißt 16 Uhr. Am Leuchtturm. So, erstmal jetzt zum Schmied. Eins nach meinem. Erst der Schmied. Dann das Museum, dann das Wasser, dann der Leuchtturm. Aber nicht viel Zeit, Alter. Müssen wir ein bisschen Gas geben hier. Aber stimmt mit der Musik nicht, die hakt die ganze Zeit. Weiß nicht, ob ihr da mitkriegt. Moin. Erstmal das hier. Danke. 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 Ach du Scheiße, was, wenn ich keinen Platz mehr habe? Fuck. Kaufst du auch Sachen an? Habe ich den schon gespendet? Ja. So, nimm das. Hier. Kurzes Giolo oder Sarg. Sehr schön. Danke. Ach nee, upgraden. Upgraden. Meine Gießkanne. Bitteschön. So. Jetzt. Nach oben zum Strand da. Schnell. Die Sachen da rein pfeffern. Moin. Warte, ich will nur mit dir reden. Guten Morgen. Ich habe einmal ein Video im Wald gedreht und als ich mir die Aufnahme später angesehen habe, habe ich einen schwebenden Schatten entdeckt. Ja. Das war die Luft in deinem Kopf. Wo bin ich denn jetzt rumgerannt, Alter? Von dem Umweg. So. So. Bitteschön. Sag mal. Dann. Bitteschön. 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 Nur die Charlotte habe ich keine Ahnung, wo ich die herkriege. Charlotten, Alter. Keine Ahnung, wo ich die herkriegen soll. Lass uns mal eben in die Stadt gehen.
Also das Spiel, man muss das Spiel gleich neu starten. Ihr merkt halt mit der Musik, da stimmt irgendwas nicht. So, einmal zu Sam. Dann... Hopp, geh mal Gas hier. Dann Museum. Sam, ich brauche eine Charlotte. Wo kriege ich eine Charlotte, ey, verkackte Wurst? Ich muss was kaufen. Ich brauche Charlotten. Sam, du musst mir jetzt echt helfen. Ich brauche Charlotten. Fuck it. Fuck it. Ich habe die Ananas, die Banane nicht gegossen. Scheiße. Ich habe meine Gießkanne abgegeben. Das ist nicht gut gelaufen. Wo kriege ich eine Zwiebel her? So, und was soll ich jetzt hier machen? Hi, Mekko, schön dich hier zu sehen. Wir warten alle, bis Gott da ist. Okay, ich warte mit euch. Dies ist eine wirklich schlechte Angewohnheit von ihm. Lese ich das mal einer an. Alle sind da. Ja, nur du wieder nicht. Lilly fehlt. Naja, fast alle. Ich habe auch Lilly eingeladen. Sie meinte, sie wird mal schauen, aber dass es sehr unwahrscheinlich wäre, dass sie kommt. Schade, dass sie nicht hier ist, aber was will man machen? Ich bin immer noch nicht sicher, warum ich hier bin. Schlicksparer? Pickstarter, Bürgermeister. Ja, sag dich doch, Schlicksparer. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Idee funktionieren wird. Du sagst, andere Leute werden uns Geld geben, um das Museum zu bauen? Aber warum sollten sich andere Leute für unser kleines Museum interessieren? Es ist doch so klein. Du unterschätzt die Macht des Crowdfunding, Herr Bürgermeister. Es gibt tonnenweise erfolgreiche Kampagnen und diese hier wird eine davon sein. Ich verstehe es immer noch nicht, aber ich vertraue dir einfach, hm? Okay. Ich verstehe nicht, aber ich vertraue dir, ist kein Problem, man kann ihm doch trauen, nicht wahr, oder? Ist das falsch oder nicht? Ich verstehe nicht. Ja, Herr Bürgermeister, ich habe mir alles persönlich angeschaut und recherchiert. Es sollte für uns relativ risikolos sein. Wir haben ohnehin bereits ein erweitertes Museum erreicht, aber falls diese Kampagne erfolgreich ist, können wir es noch besser machen, als der ursprüngliche Plan vorsieht. Wenn diese Kampagne erfolgreich sein wird, gut, bleibt ja nur noch eines. Zeit, diese Kampagne offiziell zu starten. Yeah! Da kommt schon ein bisschen Enthusiasmus. Macy, würdest du diesen wichtigen Moment bitte festhalten? Wird gemacht, ja, wird gemacht. Die Musik ist am Arsch. Gerade. Okay, alle zusammenrücken. Und 3, 2, 1, lächeln. Also gut, los geht's. Na also, wir sind live. Jetzt müssen wir uns nur noch zurücklegen, eine Woche lang warten und sehen, was wir haben. Vielen Dank für deine Hilfe, Mekko. Das bedeutet aber nicht, dass du aufhören solltest, für das Museum zu spenden. Wir freuen uns über alles, was du für uns wirst.
Okay. Ich habe noch was. Direkt auf Anhieb, wo wir gerade hier sind. Einmal Jade, einmal Variszit. Wir kennen es den nicht. So. So, und jetzt müssen wir einmal ins Wasser dem Vieh, der doofen Schildkröte, endlich die Tomate geben, damit die aus dem Weg ist. Ey. Oh, wo muss ich lang? Ich glaube, ich renne falsch. Fühlt sich hier nicht richtig an. Was hat hier alles? Nehme ich alles mit. Ist mir egal. Kann ich alles verkaufen. Ich mache aus allem hier Geld. Aus allem. Ziehe und aus, ich mache Geld raus. So. Eben kurz tauchen. Tauchen. Sag, Junge, hier, wo bist du? Wo bist du, Alter? Ich habe alle Sorten für Tomaten für dich, außer Gold. Hauptsache, du verpiss dich endlich. Bitteschön. Und jetzt geh mir aus der Sonne. Er lässt mich jetzt durch, okay. Truhe öffnen. Ein Taucher-Snack, ja moin. Der habe ich mir schon immer gewünscht. Ja. Okay. Der lässt mich jetzt durch, ja? Ich kann jetzt rausgehen. Aus dem Wasser. Oh, und dann kann ich alles verkaufen. Schön. Ja. Ich muss oben noch in. Da wartet jemand am Leuchtturm. Der will irgendwie, keine Ahnung, Geschäfte machen. Business, Freunde, Business. Ich muss noch rausfinden, wo ich eine Charlotte herkriege. Wer ist denn Lele eigentlich? Lele. Lele, Lele. Lele, Lele, Lele. Lele, 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 Lele. La, 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 la. Lele, 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 Lele. Warte auf Kickstarter-Finanzierung. Erkunde das Meer. Also, irgendwer wollte doch hier mich mit mir treffen. Aber du bist nicht Lele, oder? Suki hat ein tolles Insektenschutzmittel. Ich glaube, sie hat es selbst gemacht. Das hat sich im Sommer als nützlich erwiesen. Du bist es nicht. Achtung, Hatti Tatti, Hatti Hatti. Achtung, Hatti Hatti. Hier ist keiner. Sieht es auch nicht, oder? Im Sommer fällt es mir leichter, meine Forschung zu treiben. Ich kann länger draußen bleiben und beobachten, ob auf der Insel irgendwas Seltsames auffällt. Guck mal, für dich. Das ist so cool, danke dir. Gerne gemacht. Wann ist denn hier Sonnenuntergang, Freunde? Ich habe keine Ahnung, wer hier wann was von mir will. Aber hier kommt auch keiner. Montag, Dienstag, Donnerstag, hat er gesagt. Ist auch nicht hier oben, ne? Heiliger Bereich. Mehr nicht. Wann ist Sonnenuntergang? Wer ist Lele? Kann ich den Brief noch mal irgendwo lesen?
Da. Informationen verbreiten sich auf dem Archipel schnell. Du hast ein Auge für Schürzen. Montag, Dienstag, Donnerstag. Der Leuchtturm. Achso, muss ich vielleicht in den Leuchtturm? Schnell. Hallo? Hier ist keine Sau. Jetzt ist Sonnenuntergang. Kannst mir erzählen, was du willst. Hier kommt keine Sau. Heute ist Montag. Und hier ist keine Sau. Da kann ich nicht rein, da kann man nicht öffnen hier. Nee. Willst du Lele? Zu dieser Jahreszeit kann es am Strand sehr heiß werden. Selbst bei geöffnetem Fenster ist es manchmal noch heiß, auch nachts. Ich habe keine Ahnung, wer hier was von mir will. Es ist äußerst merkwürdig. Hier kommt auch kein Schwein. Kurios. Montag, Dienstag. Ich bin am Leuchtturm. Ich warte jetzt noch bis 20 Uhr und dann kannst du mich am Arsch lecken. Ruf mal Hallo. Das Echo klingt irgendwie cool. Ruf mal Hallo. Hallo. Klingt cool, ne? Was soll ich da? War das vielleicht hier? Hätte ich hier hingemusst? Das war bestimmt hier, wenn... Ja, war garantiert hier. Morgen wieder. Vanillefalter. Ich falte dich zu Vanille. Wataru, brauchst du Ratschläge von deiner Farm? Ich habe selbst noch nie auf einer gearbeitet. Ich fühle mich auf dem Meer wohler. Naja, abgesehen von meinen Pflanzen hier, meine Liebste. Ja, Wataru, ich habe auch keine Ahnung. Salutations, Mecco. Salutations. Ich erinnere mich, dass dir der Kuchen mit Jackfruchtfüllung, den wir im Gasthaus gemacht haben, geschmeckt hat. Hier ist das Rezept. Warum versuchst du ihn nicht selbst zu machen, Alice? Danke, Alice. Who the fuck is Alice? Shidipi tapi tupi, patipi tapi tu, patipi tapi tupi, dipi tapi tu. Lebe ich Tür an Tür mit Alice. Alice, who the fuck is Alice? Sting, shang, shang, shi, ding, shi, shing, ki, shang. Komm mal her hier. Gib mal her und gib mal her. Sag mal. Nee, das wollte ich ja nicht ran tun, das wollte ich ja ran tun. Kann ich nicht wieder einen bauen? Ich habe doch schon wieder 5 Teile. Warte mal. Hallöchen. Na, das ist doch super. Es wird immer besser. So.
Ja, ich kann jetzt leider hier nicht mehr gießen. Das ist jetzt umgelaufen. Die habe ich vergessen. Scheiße. Ich kann drauf pullern, wenn du willst. Kann ja mal eben hingehen. Ich muss gerade. Warte. Ja, Hose auf. Ah. Und jetzt. Hat sich komisch angehört. Ich dachte, es würde mehr blubbern. Blubbern. So. Warte mal, hat jetzt nicht hier irgendwer jemand Geburtstag? Irgendwer Wichtiges? Noch nicht. Dauert noch. Na dann, ab ins Bett. So, wir sind bei 56 Minuten. Ihr kennt das Ganze. Lasst ein bisschen Liebe da. Däumchen hoch, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao.